Hallo und herzlich willkommen zurück zu Prince of Persia The Forgotten Sands. Mit der in der letzten Folge angesprochenen Cutscene. Na klar. Ja. Na toll. Ja, das kann ja jetzt ein Spaß werden. Oh. Komm, Fähigkeit raushauen. Habe ich sie nämlich nochmal gegen die Wand gebremst. Und gleich nochmal. So einfach gehen die Viecher, wenn man das will. Und Fähigkeit. Oh, ist das geil. Und weiter geht's. Alles hier metzeln. Naja. Ich weiß gar nicht, wie der Schwierigkeitsgrad im gerade ist. Ich hoffe, es war nicht leicht. Aber selbst wenn, es ist egal. Das Spiel bleibt ja dasselbe, nur die Gegner sind dann leichter zu erledigen. Das habe ich schon rausgefunden. Das Tor öffnet sich, Huhu. Ein Tor öffnet sich. Aber ich will mich erst umgucken. Nein, hier gibt es nichts weiter. Okay. Ja, nur ein paar Vasen, die will ich aber jetzt nicht haben. Ich will erstmal hier wie ein geölter Blitz rüber. Round. Geht doch. So, machen wir die Vasen noch kaputt. Brauch Leben. Obwohl ich ja eigentlich schon jede Menge Leben habe. Aber ich will immer mehr davon. So, nach oben. Okay. Ich sehe gerade, wie schnell die Zeit da unten läuft, aber hat er ihn auch. An manchen Stellen sehen wirklich knapp aus. Okay, per Wand springe ich hoch. Und weiter. War das jetzt so richtig? Es sieht zumindest so aus, ja. Nur, warum hat man da noch was hingehangen? Hä? Achso, ja, klar. Mhm, ja, okay. I understand. Ich muss weiter nach rechts. So. Dann jetzt hier rüber. Ach, das ist ja... Na gut. Finde ich sehr nett hier. Das hätten wir auch anders machen können. Komplett per Wandsprünge. Das hätte hingehauen. 100 Pro. Ach so, okay. Manchmal... Oh, nee, das läuft auch unter Zeitdruck. Kann das sein? Oh, jetzt haben wir bitte nicht die Fahnen jetzt rein. Ich wusste es. Kaum ausgesprochen, schon passiert es. Okay, jetzt muss ich ein bisschen Geschwindigkeit beweisen. Oh, oh. Nein. Ich muss in die andere Richtung. Ich muss erst nochmal kurz zurück. Das ist sonst hier nicht schaffbar. So. Kurz warten. Jetzt. Und weiter geht's. Und weiter geht's. Ohne dass wir uns den Arm auskugeln natürlich. Denn wir sind der Prinz. Für den ist nicht so möglich. Der macht auch solche Supersprünge, aber das sind, da sind die Djinns dran schuld. Aber sie hätten auch einen blauen Djinn nehmen können, fällt mir gerade mal ein. So Genie-like. Das wäre auch lustig geworden. Herziehen. War offensichtlich. Hm. 50-50 Chance, dass das, was ich jetzt vorhabe, hinhaut. Okay, das haut nicht hin. Naja, wäre ein bisschen zu einfach gewesen. Sonst hätte man ja das Spiel einfach hier mal so ein bisschen glitschen können. Boah. Ach, hier drüben kann man weitermachen. Das ist gut. Jupp. Und weiter nach unten. Ich weiß nicht, warum man hier unbedingt eine Cutscene hinbauen musste. Und warum ich da jetzt loslassen musste, weiß ich auch, oder springen musste, weiß ich auch nicht. Denn ich finde, den Weg, den hätte man auch locker ohne das hinkriegen können oder herausfinden können. Aber heutzutage wird ja mehr auf Casual Gamer geachtet. Das heißt, wenn ein Casual Beta-Tester dann da war, der hat dann gesagt, nee,
lieber Equid im Weg, ich mach da mal eine Kamerafahrt hin. Ja. Dann wird natürlich auch sowas eingegangen. Finde ich schade. Ich finde sowieso schade, dass viel zu viele Spiele mittlerweile casual sind. Für die Gelegenheitsspieler. Ja, falls die Leute jetzt nicht wissen, was casual ist, also das bedeutet Gelegenheitsspieler. Ich habe nichts gegen Gelegenheitsspieler oder so, aber ich finde, ein Spiel sollte auch ein bisschen ansprechend sein, auch für die Nicht-Gelegenheitsspieler. Wobei ein Gelegenheitsspieler kommt mit den Fallen hier ganz und gar nicht klar. Oder nur mit ganz viel... Ach du Scheiße, Übung. Oho, gut. Okay, hier können wir rauf, ohne dass es uns trifft. Und rüber. Und rüber. Und rüber. Okay. Mal kurz warten. Und los geht's. Wuhu. So, bis nicht geahntet. Jedes Mal die... Oh, scheiße, neue Gegner. Mit großen bösen Händen. Und großen bösen Wurf geschossen. Kann ich ihn auch irgendwie zurückschleudern oder so? Ah! Er ist zumindest so fair und taucht direkt vor uns auf. So, dass wir das hier machen können. Uah! So nicht. Lass es lieber bleiben. Und eine neue Bodenplatte. Okay. Wow, wie weit nach oben geht's denn hier? Ach so, nur so weit. Okay, das Wasser bleibt an, habe ich ihn gerade gesehen. Ups. Umdrehen, weiterspringen und hoch. Ja, so ist gut. Läuft, es läuft, es läuft, es läuft, es läuft. Also bisher, muss ich sagen, auch die Tastatursteuerung ist nicht wirklich kompliziert. Und man braucht zwar ein paar Sekunden, um sich hier reinzufinden, aber wenn man das dann einmal geschafft hat, dann geht's. Okay. Wow, 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 wow. Bleibst du wohl auf der Seite? Wir wollen nicht wieder zurück. Wir müssen hier weitergehen. Na, Katze. Nein? Er muss vor Ratage gewarnt werden. Ach, er da unten wieder. Da. Ich laufe erstmal nach rechts, ich laufe erstmal nach links. Wir gucken, ob es hier irgendwas gibt. Nein, hier gibt's nichts. Hihi. Ja, die fliegen so schnell weg, das ist schön. Oha, so welche Schalter mag ich ja mittlerweile. Diese Gärten gehören zu den Wundern Persiens. Ein Paradies inmitten eines Wüstenreichs. Sie sind noch schöner als in meiner Erinnerung. Die Gärten über den Dächern. Man könnte sie auch schon fast die hängenden Gärten von Babylon nennen. Aber nur fast. Ich hab nix. Warum? Ein Sandsturm? Vielleicht ist es nur ein Zufall. Oder eine riesengroße Armee. Wer weiß das schon heutzutage? Ha, weggeschleudert. Ach so, ich dachte... Ja, okay. Ich dachte jetzt, die Menschen da wären auch Gegner. Hallo? Er wollte die Steuerungstaste danach nicht nehmen. Okay, der ist da nochmal reingeflogen. What the hell? Du kleiner gemeiner Hund, du. Das kriegst du wieder. Das schwöre ich dir. Warum funktioniert denn das nicht? Ich drück die Steuerungstaste. Ich drück sie wirklich, Leute. So, letzter Versuch. Er lädt jetzt erstmal kurz auf. Komm. Sehr schön. Hast du gut geschossen. So, bis zum letzten Moment warten. Ah, okay. Jetzt weiß ich auch, woran es ihm gerade lag. Wir müssen genau parallel zum Gegner stehen. Sonst kommen wir da nicht rüber. So in etwa. Habt ihr gesehen? Ich stand relativ parallel und dann hat er das ausgeglichen und ist da rüber gehopst. Aber Leute, wie das hier weitergeht, seht ihr erst in der nächsten Folge. Ich bin Hello1986. Ich hänge hier noch ein bisschen rum und wir spielen Prince of Persia The Forgotten Sands. Bis dann.